Zurück in das Zentrum. Am Bismarckplatz wartet ein Triebwagen der OEG-Linie B. Fuchs hatte das Fahrzeug 1914 geliefert. Ein Elektrokarren transportiert auf seinen Anhängern die Post, die mit dem OEG-Zug hierher gekommen ist. Ein Fuchs-Triebwagen von 1902 auf der Linie 1 zum Hauptbahnhof. Und während da ein GMC-Tenwheeler durchs Bild brummt, nähert sich ein weiteres Unikum. Der Schienenschleifwagen mit der Nummer 100. Er biegt in die Sophienstraße ein, wo er seine Fahrt in Richtung Neckarbrücke und Neuenheim fortsetzt. Der Bismarckplatz. Es folgt eine Lehrvorführung in Sachen damaliger Einstiegstechnik. Der Zug der Linie 4 startet in Richtung Hauptbahnhof. Zwei Züge der Linie 2 begegnen sich in der Bergheimer Straße. Beide fahren mit je einem geschlossenen und einem offenen Beiwagen. Nach dem Zweitakter DKW wieder der GMC Tenwheeler, den die Amerikaner Jimmy nannten, und ein Ford V8. Verkehrsregelung per Hand. Der Zug der Linie 2 kommt aus Neuenheim. Der rechte Zug fährt in diese Richtung. Auf der gerade notdürftig instand gesetzten Friedrichsbrücke wird er den Neckar überqueren. Während ein Opel Olympia die sonnige Bismarckstraße hinunterrollt, kommt ihm ein Zug der Linie 11 entgegen. Er besteht komplett aus vier Achsen. Der Betrieb am Bismarckplatz zwingt den Triebwagenführer zu Schrittgeschwindigkeit. Und ebenso die zwei nachfolgenden Bukes. Ebenso langsam tastet sich der Kriegsstraßenbahnwagen Nummer 64 durch die Bergheimer Straße. Bismarckplatz. Rechts die OEG-Linie B. Der Vierachserzug der Straßenbahn bedient die Linie 11. Und gleich noch ein Klassiker. Ein International School Bus. Bis zur Abfahrt des OEG-Zuges bleibt noch ein wenig Zeit. Vorher passiert noch ein Straßenbahnzug der Linie 2 den Bismarckplatz. Auch hier wieder ein offener Beiwagen am Schluss. Dann ist die Abfahrtszeit für den OEG-Zug gekommen.
Die Beiwagen, allesamt Vierachser, stammen noch aus der Dampflokzeit. Am Schluss läuft ein Postwagen mit. Ein Pontiac 1949 und der Schleifwagen 100. Ein Zug der Linie 4 kommt heran. Der Triebwagen 38 ist ein Vierachser, ebenso der Beiwagen. Beide werden nach ihrem Halt in der Hauptstraße nach links in die Rohrbacher Straße einbiegen. Dort ist im Hintergrund der alte Heidelberger Hauptbahnhof zu erkennen. Während ein neuer Mercedes-Bus durchs Bild poltert, nähert sich schon wieder ein Zug der Linie 2 mit Uralt-Beiwagen. Lassen wir die Heidelberger Impressionen mit diesem Blick in die Bergheimer Straße ausklingen. Auch eine ganze Reihe von Farbaufnahmen überstand die Jahre bis heute. Hier kommt der Wagen 31 der Straßenbahn Wiesbaden in der Nähe des Bahnhofs Biebrich-Ost heran und schwenkt in die Unterführung. Oben passiert indes ein Lenkdreiachser, der Triebwagen 98 der Mainzer Straßenbahn mit dem Beiwagen 146, den gleichen Ort. Einige Zeit später kommt der gleiche Zug zurück. Recht flott wird auf eigenem Bahnkörper gefahren. Westwaggon lieferte den Dreiachstriebwagen 1950. Im Hintergrund die Bundesbahnanlagen von Mainz-Kastell. Frankfurt am Main. Ein Zug der Lokalbahn Linie 24 unterquert die Autobahnbrücke zwischen Heddernheim und Oberursel. Und noch einmal Heilbronn. Der Triebwagen 64 hält in der Nähe der Eisenbahnunterführung zwischen Hauptbahnhof und Sonnenbrunn. Die alten Beiwagen, auch beim Gegenzug, stammen aus Baden-Baden. Verfolgen wir ein wenig die Fahrt des Triebwagens Nummer 7. Er bedient die Linie 4. Nach der Überquerung der Neckarbrücke rollen wir in die Kaiserstraße. Ein vormals Krefelder Wagen auf der Linie 2. Und dann ein Ford Taunus, auch genannt Buckel. Hinter ihm ein Mercedes 170V.
Der Triebwagen 36, ein Eigenaufbau von 1928 auf einem älteren Fahrgestell. Und während hinten bereits Neubauten auszumachen sind, hat die Trümmerbahn noch immer voll zu tun. Mit ihr wurde aufgeräumt. Die Straßenbahn brachte überall das Leben wieder in Gang. Genießen wir diese Bilder, besonders im Angesicht der Renaissance der Straßenbahn heutzutage. Die Tram ist nicht totzukriegen.